Vítejte v Čechách. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Truck Race, natürlich auf eurem Sender aus Langenthal, Schweiz 5 natürlich. Wir sind hier nach Tschechien gereist, besser gesagt Most, alles für euch zu informieren, was mit dem Truckrennsport alles so abgeht. Und jetzt schauen wir doch richtig Warm-up vom ersten Renntag, das ist nämlich der Samstag. Hier kommen nun die Bilder vom Warm-up aus Tschechien. Das Warm-up ist ja dafür da, die Maschine auf Betriebstemperatur fürs Qualifying zu bringen und natürlich eine ideale Gelegenheit zu schauen, ist die Maschine dicht, sind alle Schrauben fest, fühlt sich der Pilot wohl, ist das Dämpfersetting richtig, ist der Reifendruck korrekt und so weiter und so fort. Und diese Gelegenheit nutzen natürlich die Teams sehr, sehr gerne und darum sind sie auch alle in der Boxengasse hier versammelt und schauen nochmal zu ihrem Lastwagen, bevor es aufs Qualifying losgeht. Ja, jetzt haben wir Markus Österreich hier schon erwischt und haben ihn für ein Interview gefragt, wie sein Warm-up gelaufen ist. Jetzt stehen wir hier mit dem Markus Österreich, Platz 3 im Warm-up. So, erzähl mal, wie läuft es hier nach der Sommerpause? Bist du gut ausgeruht hier in Tschechien angekommen, Markus? Ja, natürlich. Was hast du gemacht in deiner Sommerpause? Erzähl mal ein bisschen hier. Also, das Letzte, was ich gemacht habe jetzt vom Warm-up heute Morgen, war gestern Abend das Bayern-Spiel schauen, Bayern gegen Chelsea. War super spannend, ja. Dadurch bin ich ein bisschen spät ins Bett gekommen. In der Sommerpause bin ich ein bisschen gefahren, Oldtimer. Beim Oldtimer Grand Prix bin ich mitgefahren, bin letzte Woche VLN gefahren, das erste Mal mit meinem Junior zusammen am selben Auto. War ganz lustig, ja. Da merkst du, dass du alt wirst. Aber ist ja schon schneller gefahren als du? Ja, natürlich. Das ist ja nicht so schwierig, schneller zu fahren als ich. Aber habt ihr gutes Ranking bekommen? Seid ihr zufrieden mit eurer Leistung dort im VLN? War alles gut? Ja, war okay. Absolut. Wir sind zwar leider nicht angekommen, aber von den Zeiten her war es okay und wir lagen in Führung in der Klasse. Von daher war es umso bedauerlicher, dass wir ausgefallen sind. Jetzt hier Truck Racing, Most, Tschechien. Das Warm-up hast du schon gefahren. Wie ist der Lastwagen? Alles gut? Funktioniert alles? Bereit fürs Qualifying? Ja, wir haben in Russland schon zum Sonntag einen Schritt nach vorne gemacht, was die Performance anging. Und haben jetzt gestern hier nochmal beim freien Testen was probiert, was auch ein Schritt nach vorne war. Heute Morgen war es ganz gut. Man war jetzt 3/10 von Antonio weg. Das ist eigentlich okay dafür, dass wir eben nicht zum Testen kommen. Wir haben ein bisschen ein enges Budget bei unserem Auto hier. Aber grundsätzlich muss ich da zufrieden sein. Bin momentan einen Platz weiter vorne als letztes Jahr in der Meisterschaft. Immerhin, ne? Ich habe schon gesehen, haben sie dich auf Diät gesetzt. Du hast Banane und Wasser. Mehr kriegst du nicht? Ja, das bin ich von zu Hause gewohnt, deswegen. Bleibst du schlank, sonst geht es, kommen wir nicht mehr. Naja, ist schon schwierig jetzt so, wenn du mal eine 5 vorne stehen hast, schlank zu bleiben, ja. Okay, dann sehen wir im Qualifying. Danke, Öse. Danke, ciao. Hallo Markus, Warm-up, was kurz etwas zu sagen, wie ist es gelaufen, wie ist das Feeling hier in Tschechien, der Rennstrecke? Ja, eigentlich müssen wir schauen, dass wir doch ein gutes Resultat machen können, weil das ist ja eigentlich unsere Heimstrecke. Hier zum Most haben wir etliche Runden rein. Aber es sieht immer noch gleich aus wie in den vergangenen Rennen. Wir haben am Morgen jetzt wieder etwas neu verstellt, total verstellt. Wobei ich keine einzige freie Runde hatte. Der Adam war recht gut unterwegs gewesen, aber nicht schneller als letztes Jahr, etwa gleich. Und in dem Moment haben so wie es aussieht, ein bisschen zulegen von letztes Jahr, von der Zeit von letztes Jahr auf die von jetzt. Und, ja, die Hoffnungen sind nicht sehr gross für vorzufahren. Wir werden auch wieder etwa so zwischen 5. und 7. 8. Platz innen, werden wir auf der Startaufstellung stehen. Also die Sommerpause ist nicht viel gegangen, in dem Sinne an den Lastwagen. Ja, es ist natürlich schon geschafft worden, aber wie gesagt, am meisten arbeiten müssen wir jetzt vom Reglement her, oder, für dass Chancengleichheit wieder da ist, weil wir sind ganz klar jetzt benachteiligt mit unserem Auto eigentlich. Das ist jetzt etwas, wo FIA muss schauen und wir müssen schauen. Das ist, bei den Dauerwagen ist es eigentlich gang und gäbe, dass man mit Gewichtszusatz und mit solchen Sachen arbeitet. Aber bei uns ist es natürlich relativ schwierig, mit Gewicht zu arbeiten. Wir müssen schauen, ob wir das irgendwie mit der Leistung machen können, mit den Restriktoren. Das sind wir jetzt am Ende dann, nach dem Rennen hier sind wir das am Austesten mit verschiedenen Restriktoren, um auch zu schauen, was es ausmacht, für dass es etwas interessanter wird, natürlich auch für das Publikum, dass es interessante Rennen gibt, weil wir haben ja gesehen, in der Vergangenheit
die ersten 5, 6, wenn ich keine Fehler mache, fahren sie wie an der Schnur. Und das ist natürlich nicht so wahnsinnig interessant, auch für die Zuschauer. Also ist da etwas im Gehen, da sind wir natürlich gespannt drauf. Und jetzt schauen wir jetzt Qualifying, wünschen dir viel Glück und nicht aufgeben, Markus. Nein, wir gerne nicht auf. Merci. Super, merci. Nach dem Warm-up geht es Richtung Qualifying, doch dazwischen ist natürlich noch genügend Zeit, um den LKW vorzubereiten. Hier werden noch Kleber montiert, natürlich werden auch neue Räder montiert, besser gesagt Reifen, weil im Qualifying geht es ja um jede Zehntelsekunde. Darum ist es hier sicher sinnvoll, neue Reifen drauf zu machen, um das Maximale aus dem LKW rauszuholen. Des Weiteren ist auch noch Zeit für die Finish-Arbeiten. Hier werden noch diverse Sachen angezogen, gecheckt, geprüft. Die Fahrer nutzen die Zeit, um eventuelle Sachen noch zu besprechen, sich vielleicht auch mit anderen Fahrern noch abzusprechen und natürlich Autogramme zu geben. Für das ist natürlich auch Zeit. Des Weiteren wird der LKW eigentlich nur noch gewaschen und dann wäre ich der Meinung, dass es langsam soweit ist, Richtung Qualifying durchzustarten. Und das kommt nämlich jetzt. Bist du jetzt hier in der Pitlane, da rollen Trucks also an für das Qualifying vom Rennsamstag. Also jetzt sind wir gespannt, wer hier vorne steht, wer sich vorne kann einreihen kann für das erste Rennen hier in Most Tschechien. Also schauen wir doch drin. Jetzt werden die Reifentemperaturen noch gemessen, auch das wird vor dem Qualifying noch erledigt und dann wird es langsam ernst. Die Trucks rollen nämlich Richtung Piste. Die Piloten sind nun bemüht, das Maximale aus ihren Trucks rauszuholen, die bestmögliche Zeit zu fahren, um möglichst weit natürlich im Fahrerfeld vorne stehen zu können. Wir sind wirklich gespannt, wer es hier in Tschechien ganz nach vorne schafft. Ist es Antonio Albacete, der jetzt hier gerade über die Zielgerade fegt, oder etwa Jochen Hahn, der Europameister? Kann er es einfach durchziehen, seine Siegestour, und hier die Bestzeit fahren? Vielleicht ist es aber auch ein Tscheche, David Duschetski, Adam Latzko sind noch zur Auswahl. Man weiß es nicht, es ist noch alles offen, es lässt sich nur ein wenig was vermuten. Also seid gespannt und hier die Impressionen vom Qualifying. Antonio, qualifying is done here, Most Czech. How do you feel in second place? Not too bad. No, not too bad. It's good, second place. The problem is that Jochen is very fast. He's doing a very fantastic lap. So, I think he's going to be in good form for the whole weekend. So it's going to be a little bit difficult to be in front of him. But we will try to take as much points as we can. You know, the championship is still open, so we have to be careful and not make any mistakes. You think it's not possible to overtake Hahn in the race? What do you think? I don't know. He's very fast, so it depends what rhythm for the race he has, you know. We have a good rhythm, but if he's able to keep these times, he's going to be first easily, you know. But we will try to catch him and to make pressure. Okay, then we'll watch you in the race. Thank you, Antonio. Thank you. Thanks. Markus, qualifying is done here in Most. Hätte ein bisschen hinten nachkommen mit der Zeit, jetzt bist du gerade hinter Markus Österreich. Bist du zufrieden? Ja, also wir stehen jetzt in der dritten Reihe, 5. 6. Platz. Wobei wir dürfen natürlich nicht vergessen, der Kiss hat ein Problem gehabt. Wenn das alles rundgelaufen wäre bei ihm, würde er auch vor dran stehen, dann wären wir 6. und 7. wie immer. Der Jochen Hahn hat eine recht gute Runde hergelegt. Und,
Ja, jetzt im Rennen stehen wir etwa dort, wo wir so eigentlich verlieren Platz mögen zu behalten. Und jetzt schauen wir mal. Mit den Settings bist du zufrieden? Fühlt sich der Lastwagen gut an hier zum Most? Ja, es ist jetzt das, was wir jetzt hier, das Setup, das wir jetzt hatten für heute, ist für das Zeittraining recht gut gewesen. Und das Auto war ziemlich neutral gewesen, aber einfach eine halbe Sekunde zu langsam. Das Qualifying ist nun passé und wir haben die kurze Pause vor dem Rennen genutzt, um uns in die Zuschauermenge zu stürzen und mal die Leute ein wenig zu befragen, wie es ihnen hier in Most gefällt und wie sie dazu gekommen sind. Jetzt habe ich hier einen deutschen Gast, Truck Racing in Most. Was hat Sie hierher geführt? Ja, wir sind seit Ostzeiten schon in Most, also seit 1980, jedes Jahr hier. Und Truck Grand Prix ist halt super. Wer ist denn jetzt momentan führend im Truck Grand Prix oder wer ist dein Lieblingsfahrer? Der Hahn. Und führend? Oh, führend. Ja. Schwierig, hä? Schwierig, sehr schwierig. Es ist das erste Rennen, was wir dieses Jahr hier verfolgen, wie gesagt. Und ich hoffe, dass er ganz vorne mit dabei ist. Was gefällt euch besonders hier am Truckrennen hier in Most? Die Strecke, das Publikum rundherum ist super. Die Strecke hat uns schon immer fasziniert. Sehr zuschauerfreundlich, sage ich mal. Moderate Preise. Man ist sehr nah an der Strecke. Alles perfekt. Von wo kommen Sie ursprünglich? Also wir kommen in der Nähe von Leipzig. Gut, danke vielmals. Jo, ciao. Okay, jetzt habe ich hier noch zwei deutsche Truckracing-Fans gefunden. Ich fange vielleicht mit dir an. Und was hat Sie hierher geführt? Das Rennen, das Truckrennen. Es ist wirklich toll hier. Wer ist denn momentan führend im Truck Racing Grand Prix? Der Alpaceda. Und für wen bist du? Was ist? Alpaceda. Ja. Und aus welchem Grund? Für einen Spanier, aus Deutscher? Es ist halt so, er ist sehr sympathisch deswegen. Sie kennen ihn persönlich schon? Ja, wir haben ihn schon kennengelernt, unten. Sie kommen regelmäßig hier nach Most? Jedes Jahr. Nur nach Most oder auch sonst? Nur Most. Es ist halt sehr nah bei uns dran. Wo kommt ihr denn? Gerade über der Grenze? Gerade über der Grenze. Plauen, ja. Verbringen Sie mehr Zeit hier in Tschechien, wenn Sie so nah an der Grenze wohnen? Nein. Nur einmal im Jahr in Most. 3 Tage. Und was gefällt Ihnen hier am besten? Es ist sehr schön hier. Also die Natur ist sehr schön. Hier oben die Burg. Die ist wunderschön. Also schon gute Ortskenntnis hier in Most? Nur in Most, ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, wünsche ich auch. Dankeschön. Why are you coming to the Truck Racing European Championship and selling cups? Because we like to have the people to have something to remember this Truck Racing Championship. You go to every sport event here or just Truck Racing? We are invited to all motorsports, not just Truck Racing. You have a lot of presents that the people can take home. One more time. That's presents, huh? What you sell? Presents. Just presents, which could somebody remember when I put this, I could remember to Truck Racing. You have a lot of people today, on Saturday? It's not just good, but I think that tomorrow it will be better. Sunday will come more people? Yes, I think that. You know something about the Truck Racing European Championship? Which is your favorite driver? My favorite driver is David Bršecký and I like him so much. You know him? No. I just go watching. Good, thank you very much. Nice day. Thank you. Ein weiterer Fan habe ich hier gefunden. Du bist auch wegen dem Truckrennsport hier, richtig? Ja. Ich bin seit Jahren hier. Besuche das immer für wenig Geld, viel Spaß. Super Geschichte. Du kommst nur hier nach Most oder auch ja, andere? Most, ja. Anderen habe ich noch nie besucht, aber Most ist jedes Jahr Muss. Okay, du kommst also aus der Nähe, gerade über die Grenze. Ja, 70 Kilometer aus der Nähe vom Sachsenring. Du kennst dich aus im Truckrennsport? Ein bisschen. Wer ist zum Beispiel dein Lieblingsfahrer? Die deutschsprachigen Piloten eigentlich alle. Jochen Hahn? Hahn, Bissiger, alles was im deutschen Bereich ist. Okay, und wer ist denn momentan führend, weißt du das auch? Hahn müsste doch, oder? I found the other fan here. Why you're here? For the Truck Racing Championship or other league? Because here is very fine place, atmosphere. Good weather? Yes, now it's very good weather. And you know the Truck Racing Championship, the trucks? Yes. And what's your favorite driver? Yes, Vršecký and Lacko. For sure. And oh,
But you know a lot of drivers. Oh, yes. Where do you come from? We are from Czech Republic. Around here or far? No. Moravia. Moravia, that's 20 kilometers away or more. 300. Oh, that's a long way. You're coming every year here? Yes, every 2 years, 3 years. Nice, you're watching also other race sports on other tracks? I like Formula, motorcycle, MotoGP, downhill, kart racing, and rally. And you do something sports like that, or what you do for sports, or what you have for hobbies? Driving a car. Car driving is your hobby? Yes, I like driving car. That's interesting for a woman. Yes. What do you have for a car? It's a lot question now for me. Just a car, then we finish. Peugeot, Bavorak, BMW, VW. Okay, thank you very much. That was a lot of questions, but you answered very well. Thank you very much. Yeah, okay, drink a little bit more and then we will come back, okay? Okay. Thank you very much. Have a nice day. You too. Jetzt habe ich hier auf unserer Suche jetzt Most in Tschechien drei Schweizer gefunden, drei Truck Racing Fans, denke ich. Oder warum seid ihr hier? Ja, weil wir wollen Spass haben. Schon wegen dem Lastwagenrennen, oder? Ja, das auch. Das auf alle Fälle, natürlich. Und wegen dem Renault-Team sind wir da. Also Markus Bösiger ist hier Begriff, oder? Ganz klar, ja. Wo kommt ihr denn, oder besser du? Vom Emmental. Ganz genau von Landiswil. Also wirklich eigentlich in der Nähe von Langenthal, kann man sagen? Ja, mal ist in der Nähe, ja. Und jetzt sagen, der Lieblingsfahrer hat er auch. Was ist dein Lieblingsfahrer? Ja, natürlich, die Bösiger ist ja klar, als Schweizer. Ja, das weiss man nicht. Ich meine, vielleicht weiss ja Jochen Hahn. Du auch? Ja, ich bin auch ein Bösiger-Fan, natürlich. Du natürlich auch? Ich natürlich auch, ja. Sehr schön, Curry. Wir natürlich gerne von Schweiz 5. Wir begleiten ihn ja hier. Und seid ihr im Privatleben auch etwas mit Lastwagen zu tun? Ja, ich arbeite in der Branche, ja. Lastwagenfahrer oder Mechaniker? Nein, Verkäufer. Und du? Ich bin Automech. Aber Schrauben? Ja, einfach umschrauben und ja. Und du, was machst du? Ja, ich tue auch ein bisschen Mechen. Aber ich bin vorher noch gefahren, 12 Jahre, ja. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt hier weiter zu Most und habt es gut, die drei Schweizer. Das war also unser kleiner Abstecher in die Zuschauertribüne. Jetzt geht's wieder auf die Rennpiste. Das Rennen 1 steht nämlich vor der Tür. Los geht's! Gerd, hier, erstes Rennen in Tschechien, besser gesagt Most. Bist du bereit für den Kampf? Ja, natürlich, wegen dem bin ich ja hier. Ja, schade, wir haben nur um einen Platz das Top-Qualifying verpasst. Wir haben wieder ein bisschen aufgeholt mit der Entwicklung von unserem Truck seit dem Nürburgring. Also wir haben ein paar Verbesserungen einfließen lassen, aber es ist halt schon die Dominanz von den werksunterstützten Fahrzeugen ist natürlich, wird immer krasser und mal schauen, ich freue mich jetzt aufs Rennen, 11. Platz, ist alles drin, schauen wir mal, wo ich am Ende lande. Denkst du, es geht noch was nach vorne? Ja, auf jeden Fall, also mit Sicherheit wird da noch was gehen, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß, wer da nicht ganz so konstante Runden fährt, schauen wir mal. Ich habe auch gesehen, du hast jetzt einen netten Kleber vorne auf dem Lastwagen, danke vielmals. Ja, durch eure Sympathie habe ich mich da erweichen lassen. Vielen Dank und ich wünsche dir jetzt viel Glück fürs Rennen. Auch gleichfalls. Markus, erstes Rennen Tschechien. Bist du nervös? Bist du bereit? Ja, nervös. Kein Grund zum nervös sein. Bringt nichts. Die erste Schikane hier zum Most ist auch etwas vom kompliziertesten, was es gibt, von allen Rennstrecken. Und da kann man schon fast sicher sein, dass die Fetzen fliegen davor irgendwo. Ich hoffe nicht, dass es in unserem Bereich hier der Fall wird sein, hinten dran, aber es ist relativ sehr eng und
Jeder will der Erste, der drin ist. Auf der inneren Seite, Pole Position, ist nicht unbedingt besser als auf der äußeren. Du musst relativ langsam reinfahren, wenn du innen bist. Und draußen können sie mit Schwung reinfahren. Und nachher, im Zwischenstück, das sehr kurz ist, ist es relativ schwierig, die noch zu wehren. Und das Kiesbett ist relativ nach. Ja, ich hoffe, dass es nicht reicht, dass wir mit unseren zwei Renault gut durchkommen. Ja, wir wünschen dir viel Glück und hoffentlich klappt das. Du mit deiner Erfahrung kannst du da sicher noch ein paar Punkte. Ja. Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung, die hier in der Reihe stehen. Und mit der Erfahrung allein kannst du nicht viel machen. Das hat manchmal ein bisschen mehr mit Glück zu tun. Gut, dann wünschen wir natürlich viel Glück, Markus. Und viel Spaß. Ja, merci. Markus Bösiger, seine Meinung habt ihr nun gehört. Aber dennoch würde ich sagen, gehen wir kurz übers Fahrerfeld und schauen an, wie die Spitze zusammengesetzt ist hier in Tschechien, dass ihr wirklich wisst, wer hier ganz vorne steht. Jochen Hahn in seinem weiß-grünen Castrol MAN ist auf Platz Nummer 1, der Europameister. Daneben natürlich Antonio Albacete, der Spanier, von Cepsa gesponsert, ist auf Platz Nummer 2 und er hofft sich sicher, den Sieg hier rausfahren zu können. Der Second Draw, die zweite Reihe, besteht aus dem ersten Tschechen hier auf Platz Nummer 3 in seinem Bagheera Freightliner David Wyszecki und daneben auf Platz Nummer 4 Markus Österreich in seinem MAN von Lutz Bernau. Dahinter ist die ganze Renault-Konsorte, das Team MKS dort vertreten, auf Platz 5 mit Markus Bösiger, der Schweizer aus Langenthal, und daneben auf Platz 6 der Tscheche Adam Latzko, für ihn hier ein Heimspiel. Und alle Zuschauer sind schon gespannt und erhoffen sich natürlich ein spannendes und packendes Rennen hier aus Tschechien. Und ich denke, das wird es auch. Hier nun Start zum Rennen Nummer 1 in Tschechien. Hier geht es los Richtung erste Kurve. Jochen Hahn führt das Rennen an. Und jetzt hier erste Schikane, sehr, sehr komplizierte Schikane, eine der gefährlichsten und natürlich schwierigsten zum Fahren. Hier kommt auch schon mal dein Kotflügel an den anderen, vor allem im hinteren Starterfeld wird natürlich viel, viel touchiert. Rückkamera von Markus Österreich, hier sieht man gut, Markus Bösiger befindet sich direkt hinter ihm. Gerade hier David Wyszecki hat sich kurz verbremst und schon ist Markus Österreich vorne, hat einen Platz gut gemacht und ist nun auf Platz Nummer 3. Das wird den Tschechen natürlich ein wenig ärgern, darum wird er sicher nicht locker lassen und versuchen seinen Drittplatz, den Podestplatz hier in Tschechien, wieder zu ergattern. Hinten dran das Team MKR, Markus Bösiger und Adam Latzko kämpfen hier auf Platz 5 und 6, auf Platz 6 und 7 und haben wirklich einen harten Stand gegen die MAN-Präsenz. Hier wie vorne Jochen Hahn fährt voraus, dahinter Antonio Albacete. Hier sieht man nochmal das MKR-Team. Die Trucks sind wirklich sehr, sehr identisch abgestimmt. Sie fahren eigentlich mit demselben Rennspeed. Hier kommt es wirklich darauf an, welcher Fahrer hier die schnellere Zeit fahren kann. Momentan liegt natürlich Markus Bösiger vorne. Er, der Routinier, hat das Handling für den Renault Truck noch ein wenig besser drauf als Adam Latzko. Doch wir werden sehen, da es ja ein tschechisches Rennen ist, werden wir sehen, wie hier der Teamchef entscheidet, welcher Truck hier wohl als erster ins Ziel kommt. Des Weiteren vorne... Im hinteren Starterfeld mit der Nummer 10 Norbert Kiss hat Probleme mit seinem Truck und muss nun von hinten versuchen, das Feld aufzuräumen. Doch irgendwie scheint er seinen Truck mit der Abstimmung hier in Most nicht ganz so gut geklappt zu haben und kämpft hinter der Steffi Halm um den Anschluss. Vorne an der Spitze kämpft Jochen Hahn weiter und Antonio Albacete möchte ihm den ersten Platz hier streitig machen natürlich und gibt alles, versucht Druck auszuüben, lässt wirklich keine Luft nach hinten. Versucht wirklich an Jochen Hahn dran zu bleiben. Hier fliegt auch ab und zu mal ein Cornermarker durch die Gegend. Rückkamera von Jochen Hahn. Hier sieht man gut, dass wirklich sehr, sehr eng ist zwischen Antonio Albacete und ihm. Also kein Luft, auch Kontakt. Also Antonio Albacete macht mächtig Druck. Hier fliegt auch der Kotflügel schon weg. Also die zwei hier vorne schenken sich gar nichts. Die zwei Predatoren hier kämpfen auch um den Europameister natürlich. Und das und deshalb ein guter Moment, um noch alles rauszuholen und natürlich die Punkte zu holen, die noch geholt werden müssen. Dahinter Markus Österreich hat ein bisschen Probleme, den Anschluss zu halten, aber das ist klar, weil die zwei haben natürlich einen unheimlichen Rennspeed. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, da hier in Most dran zu bleiben. Hier sieht man nochmal das MKR-Team. Fährt wirklich hintereinander, haben denselben identischen Rennspeed und hier wird jetzt entschieden, Markus Bösiger
macht jetzt wahrscheinlich dann Platz für Adam Latzko, jawohl, macht Platz für Adam Latzko, dass der Tscheche doch einen Platz weiter nach vorne kommen kann, da es ja hier in Tschechien das Heimspiel ist für ihn, lässt er ihn nach vorne, das ist sicher ein Teamentscheid, fair abgesprochen, so läuft das hier im Truckrennsport, so passt das. Im hinteren Feld ist Norbert Kiss ein wenig am Aufholen und versucht sich da noch an der Nummer 9 Antoni Šanjak vorbeizudrängen, der macht aber zu, hier gibt es noch ein bisschen Kontakt und doch hat er ihn erwischt, Norbert Kiss konnte Antoni Šanjak natürlich überholen mit dem etwas überlegenen LKW, das darf man doch an dieser Stelle schon erwähnen. Ich bin wirklich gespannt, ob Jochen Hahn den Druck standhält, aber ich denke, der alte Routinier macht das, der zieht das Rennen durch. Jawohl, Zieleinfahrt, Jochen Hahn gewinnt das Rennen kurz vor Antonio Albacete, dahinter Markus Österreich und da dahinter der erste Tscheche David Vršecký auf Platz Nummer 4, knapp am Podest vorbei. Das MKR-Team kommt für Platz 5 und 6 ins Ziel. Na gut, Antonio war dann gegen Schluss schneller, hat auch gedrückt. Ich konnte es dann aber zum Glück abwehren. Passt. Jetzt geht es natürlich Richtung Siegerehrung. Auf dem Podest Jochen Hahn, Antonio Albacete und Markus Österreich. Zwei Deutsche, ein Spanier hier in Tschechien belegen das Podest. Und jetzt kommt dann auch gleich der Timetable, wo wir das ganze Ranking hier betrachten können. Timetable, Jochen Hahn 1, Antonio Albacete 2, Markus Österreich 3, dahinter David Vršecký, Adam Latzko, Markus Bösiger auf Nummer 6, dahinter Frankie Wojciechek und Benedek Major, der junge Hungare, auf Platz Nummer 8. Markus, das erste Rennen durch, wie ist es für dich gelaufen? Bist du mit deiner Leistung zufrieden? Wie hat es sich angefühlt? Ja, der Start war eigentlich gut und Pace beim Zeittraining auch. Einfach gegen eine halbe Sekunde langsam, wie der ganze Rest davor. Und, ja, es ist eigentlich nicht kaputt im Auto, ist alles noch ganz. Aber sonst war es ein fairer Kampf, es hat niemand gedrückt, eigentlich ein sauberes Rennen. Nein, es war gut, wir haben gesehen, der Adam und ich waren gleich schnell. Und, ja, gut, wir sind hier in Tschechien, ja, da muss man ein bisschen schauen. Oder? Was bedeutet das jetzt für die weiteren Rennen, für dich? Halt immer ein bisschen, der Platz ist einfach gesetzt, oder? Ja, also wir müssen uns da nicht mehr zu Gedanken machen jetzt für den Rest der Saison. Das ist eigentlich gelaufen. Und, ja, ist auch bekannt, wenn man am Anfang des Jahres hängen ist, dann ist es praktisch unmöglich aufzuschliessen, weil die hier vorne fahren, die sind ja nicht aus Schokolade. Und gleich, trotzdem hast du hier Fans, Schweizer Fans haben wir vorher auch interviewt. Und für die ist sicher eine gute Show geboten. Dann wünschen wir dir einfach das Glück, viel Glück für das zweite Rennen. Ja, können wir brauchen, merci. Nun kommen wir also zum zweiten Rennen des Tages. Ich sage nur Reverse Grid. Benedek Major mit der Nummer 12 steht auf Pole Position. Der junge 17-jährige Ungare führt hier das Fahrerfeld an. Daneben Frankie Wojciechek mit der Nummer 21. Ein Altmeister und Tscheche und er möchte sicher die Pole Position holen hier in seinem Heimatland. Dahinter in der Second Row, da ist das Team MKR vertreten, Markus Bösiger mit der Nummer 6 und natürlich Adam Latzko mit der Nummer 7. Diese werden versuchen, etwas an die Spitze heranzukommen, dennoch muss man bedenken, sie haben mächtigen Druck von hinten. Gerade Adam Latzko hier will natürlich sicher in die Podestplätze reinfahren, jedoch hinten dran Markus Österreich und David Vršecký werden mächtig Druck machen und die MKR-Jungs sicher vor sich herschieben. Also ein spannendes Rennen. Wird sicher nicht uninteressant und sicher wird es auch nicht ganz glimpflich über die Bühne gehen. Da werden wir sicher einigen Kontakt beobachten können. Das Publikum ist bereit und ich bin es auch. Los geht's ins Rennen Nummer 2. Benedek Major führt das Fahrerfeld an, hat einen guten Start erwischt und fährt nun Richtung erste Kurve als Erster. Frankie Wojciechek versucht sein Glück und will außen vor, doch das gelingt ihm nicht. Benedek Major ist schneller und hinten dran wird es ziemlich eng. Vor allem David Vršecký und Markus Bösiger kommen nun aneinander.
drücken ihre Lastwagen gegeneinander und wenn das keine Schäden verursacht, ich hoffe mal, dass sie weiterfahren können. Die Spitze Benedek Major hat sie nun regelrecht erzwungen und kann nun vorne wegfahren. Der junge Ungare fährt nun Richtung Platz 1. Markus Bösiger muss ausfallen, hat einen technischen Defekt erlitten von der Kollision mit David Wyszecki. Auch David Wyszecki ist nicht mehr mit dabei. Wie sieht man es hier steht, das ist nicht gut gelaufen für unseren Schweizer. Hier sieht man es nochmal, wie er abgedrängt wurde von David Wyszecki. Und hier Onboard-Kamera von Markus Österreich. Er musste außen durchs Kiesbett raus, musste abkürzen, weil er weggedrückt wurde. Hier sieht man es nochmal, hier Onboard-Kamera wird weggedrückt, lässt die anderen vorfahren und steigt dann hinten wieder ins Rennen ein. Hier Rückkamera von Benedek Major, Frankie Wojtyszek lässt keinen Platz. Der Tscheche möchte hier unbedingt Platz Nummer 1, das wäre die ideale Gelegenheit für ihn. Hier sieht man also, dass das Fahrerfeld sehr, sehr eng ist, ein sehr, sehr spannendes Rennen. Auch Gerd Körber hier fährt mit und alle touchieren sich, wirklich kein Platz für Fehler und viel, viel Kontakt. Also das zweite Rennen hier in Tschechien ist wirklich atemberaubend. Die Fetzen fliegen, ab und zu muss von dem Streckenposten wieder was aufgewischt werden und so ist es halt im Truckrennsport. Benedek Major fährt wirklich vorne weg. Frankie Wojtyszek bekommt etwas Druck aufgesetzt von Adam Latzko, der dicht hinter ihm fährt. Und hier sieht man also wirklich ein enges Fahrerfeld, wirklich sehr, sehr spannend. Markus Österreich ist wieder hier dran, möchte jetzt auch auf die Podestplätze hochfahren. Und Antonio Albacete hier kämpft natürlich auch ums Überleben. Der junge Ungare fährt nun dem Sieg entgegen, wenn man das so sagen kann. Oh hier, Markus Bösiger hat ein technisches Problem. Er fällt aus mit seinem Lastwagen aufgrund eines platten, aufgrund eines defekten Reifens vorne rechts, der mit der Kollision zu tun hat mit David Wyszecki. Man sieht es hier nochmal, da ging sein Reifen kaputt und er muss ausfallen. Onboard-Kamera mit Markus Österreich, er musste abkürzen, auch er in der ersten Schikane wurde abgedrängt, musste abkürzen. Hat so einen besseren Startplatz errungen, lässt er aber jetzt wieder die anderen vor. Hier sieht man, Markus Österreich ist nun wieder hinten eingestiegen und muss hinter Antonin Janek sich wieder nach vorne kämpfen. Ja, das wird ihm nicht gefallen. Frankie Wojtyszek ist ausgefallen, hat einen technischen Defekt und jetzt kommt also Adam Latzko nach vorne und kann den Platz Nummer 2 hinter Benedek Major einnehmen. Zieleinfahrt, Benedek Major gewinnt das Rennen, der junge Ungare hat es wieder mal geschafft, das Rennen für sich zu entscheiden. Dahinter der Tscheche Adam Latzko und da dahinter Antonio Albacete und Jochen Hahn. Nun kommen wir also zur Siegerehrung. Und der Timetable ist auch schon bald bereit. Hier kommt der junge Ungare, 17-jährig und steht ganz oben auf dem Podest, hebt den großen Pokal hoch. Das gönnen wir natürlich dem jungen Ungarn vom Herzen. Und hier der Timetable. Die ersten drei kennen wir schon, da hinten auf 4 Jochen Hahn, dann 5 Gerd Körber, 6 Mika Mäkinen, 7 René Reiner, 8 Steffi Halm und 9 Markus Österreich. Auf 10 Frankie Wojtyszek, er ist zurückgefallen nach einem technischen Defekt.
Markus, erste Schikane und du bist schon nicht mehr zu fahren. Was ist da passiert aus deiner Sicht? Ja, wie ich gesagt habe, der David ist ziemlich aggressiv reingestochen und hat mich fast Adam gedrückt. Und in der zweiten Kurve hat es nachher gescheppert, weil ich auf der linken Seite rein hatte und habe eigentlich Platz gebraucht. Und der David war auf der äußeren Seite und nachher hat es auch ein bisschen gecatcht, Auto. Und bei mir ja Platten vorne. Das Auto ist eigentlich so weit ganz ein bisschen Polyester kaputt. Und beim David habe ich gesehen, dass es aufgeben musste. Ja, es war ziemlich blöd gewesen. Also ist er ein zu aggressiv rein, aus deiner Sicht? Hat er zu wenig Luft gelassen? Ja, sicher. Ich bin ja am Major eigentlich am Arsch angesehen und es hat halt keine Pylonen jetzt mehr gehabt, weil es wieder einen Vorfall gegeben hat mit dem Steffi. Und ja, der Gemeinde konnte jetzt dort abkürzen. Er hat uns recht gefährdet, oder, der Adam und mich. Und in der zweiten Kurve habe ich ihn dann eins verpasst. Ja gut, dann schauen wir positiv für den Sonntag und merci mal für das Interview. Ja, merci. Benedek, you win the Pokal. How did it feel now? You win the second race here in Czech. Yeah, it's impossible. I cannot believe this feeling. Yeah, I was a bit calm than I was in Nogueira, but yeah, it's really cool. It's unbelievable. Still how now. Hard was it, the fight? Yeah, the first time at the start, that was a bit fight, but after that it was a nearly calm race because there was a gap behind me, so yeah, it was good. That's your second truck race that you win, right? Yeah. Super, hope other will follow and wish you the best for tomorrow. Thank you very much. Zweites Rennen, Öse, hier in Tschechien, du hast eine Drive-Thru kassiert, oder? Oder was war da für ein Vorfall? Ich habe eine Drive-Thru kassiert, ja, das ist richtig. Das ist ja nicht die erste in dieser Saison. Nein, es ist nicht die erste und Toni und ich, wir wachsen immer näher zusammen, das ist wie in einer guten Ehe. Jetzt haben wir ja auch gemeinschaftliche Treffen bei den FIA-Sitzungen, beschließen da Dinge, die dann anders gehandhabt werden. Es gab ja bei den Rennen am A1-Ring und am Nürburgring auch Irritationen mit Drive-Thru-Strafen, weil die Streckenposten schlicht und einfach Startnummern verwechselt haben. Und da haben wir uns einfach darauf geeinigt, auch, dass die Drive-Thru-Strafe nicht mehr verteilt wird, sondern eben am Ende des Rennens eine Zeitstrafe, entsprechend dem Vergehen, was man begangen hat. Sollte eigentlich auch eine Penalty-Liste schon längstens ausgehändigt sein von ihm, auf die wir Fahrer immer noch warten. Ist also auch noch nicht da. Dennoch hast du jetzt heute eine Drive-Thru kassiert? Ich habe jetzt eine Drive-Thru gekriegt, aufgrund einer Sachrichterentscheidung. Denn das Einzige, wo ich sie für bekommen haben kann, ist die Tatsache, dass ich am Start abgeschossen worden bin, gerade als ich durchs Kiesbett bin. War dann in Führung, habe aber dann Gas rausgenommen und habe erstmal die vorbeigelassen, die sowieso vor mir waren. Dabei ist der Adam noch mit durchgeschlupft, den ich am Start eigentlich auch schon überholt hatte. Das heißt, ich habe sogar mir einen Nachteil eingehandelt dadurch und habe dann trotzdem noch eine 3-Schuhstrafe bekommen. Das muss man nicht verstehen, das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber... Du als Fahrer, Bestmöglichste getan, oder? Ich habe das Bestmöglichste getan. Es wird Zeit, dass unser Freund Toni endlich 70 wird, dass die FIA dann sagt, okay, Herr Eden, gehen Sie nach Hause. Es ist unsäglich. Ich bin jetzt Fahrer, spreche dieses Jahr, setze mich für die Fahrer ein und er rächt sich da persönlich an mir. Das kann es nicht sein. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch keine Lust mehr drauf und werde ihm anbieten, dass er vielleicht sich einen Fahrer sucht, der in Solde dann in meinem Auto drin sitzt, den er vielleicht rumschubsen kann, wenn er will. Aber ich habe da wirklich keine Lust mehr drauf. Vor allem möchte ich nicht, dass er mir wegen irgendeinem Vergehen, das ich gar nicht begangen habe, meine Lizenz knipst und ich dann nicht mehr Tourenwagen fahren kann. Ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, nee. Und es hat jetzt mittlerweile einen Punkt erreicht, der, wo ich auch selber nicht mehr drüber lachen kann. Ich meine, du kennst mich, ich lache wirklich lange. Und wenn ich schon Gewaltgedanken hege, um Gottes Willen, dann muss ich aufhören, dann ist es vorbei. Das ist ja nicht das erste Mal, wo wir die Diskussion haben, also das ist ja eine richtige Reihe und es geht das hier auch noch in Tschechien weiter, also irgendwann muss schon mal aufhören. Oder? Ja, ich denke mal, die Bilder sagen an sich alles. Klar, ich bin durch das Kiesbett gefahren, habe ich aber einen Schlag gekriegt, ich habe dann aber auch das Gas rausgenommen, habe die anderen vorbeigelassen, habe sogar noch einen Platz verloren dann nachher wieder, weil ich war schon auf P3 vorne, aber mein Gott, was soll ich anderes machen? Soll ich mich ganz ans Ende des Feldes zurückfallen lassen? Sicher nicht. Ja gut, dann schauen wir am Sonntag und danke fürs Interview. Also. Bitte, bitte. Die ersten beiden Rennen haben wir nun gesehen. Packende und spannende Bilder konnten wir genießen. Und jetzt, da der erste Renntag zur Neige geht, haben wir noch einen Talk mit Markus Bösiger für euch vorbereitet. Hallo und herzlich willkommen vom Autodrom in Most in der Tschechischen Republik. Wir sind hier bei Renault MKR. Bei mir ist Markus Bösiger. Hallo. Hallo, Peter. Kurzer Rückblick auf den ersten Renntag.
Was ist Most für eine Strecke? Ja, Most ist für uns unsere Heimstrecke, weil das Team ist nicht weit weg von hier daheim in Prag. Wir gehen hier sehr viel testen und feiern eigentlich hier unser Heimrennen, feiern, wenn man so sagen kann. Gibt es was Besonderes an Most? Länge der Strecke, Belag, Kurven, Überholmöglichkeiten? Nein, das Besondere an Most ist, dass die Rundenzeiten vom Morgen bis auf den Mittag und am Abend sehr differenziert können sein. Der Belag selber ist eigentlich recht spannend für unsere Auto. Die Strecke selber hat kurze, langsame Passagen drin, die technisch anspruchsvoll sind und hat aber auch schnelle Kurven drin. Eigentlich recht gut. Und überholen in Most? Überholen ist relativ schwierig, weil, sagen wir es mal so, die ersten 10 Piloten, wenn ein Vortrag keinen Fehler macht, ist es praktisch unmöglich zum Überholen. Was ist für die Renaults das ideale Wetter? Heiß, heißer Belag oder eher kühl? Ja, ich denke, das ist für alle etwa gleich. Also, es spielt eigentlich keine Rolle, weil unsere Reifen sind relativ hart. Weil wir fahren ja seit drei Jahren jetzt mit härteren Reifen um, damit man Kosten kann sparen kann, für dass die weniger finanzstarken Teams auch einigermaßen mithalten können. Jetzt vor dem Sommer war es so, dass die Renaults hinter den schnellsten MAN ungefähr eine Sekunde hinten nach waren. Was sind die Erwartungen für Most? Ja, also wir haben eigentlich gemeint, bis auf Most sind wir ein bisschen näher, aber wir sehen es, wir stehen immer wieder 5., 6., 7. Platz und wir haben einfach die 4 ganz schnellen MAN, plus noch der David mit dem Freightliner, der auch relativ stark unterwegs ist. Im Moment ist eigentlich nicht mehr möglich. Hat das technische Gründe? Ja, wir sind ja jetzt am Ende, werden wir testen mit den MAN zusammen. Für dass man eine kleine Reglementsänderung machen kann mit den Restriktoren. Statt wie bei den Dauerwagen mit Zusatzgewicht, weil das würde bei uns nicht viel bringen, weil wir sind jetzt schon relativ schwer. Probieren wir es einfach mit den Restriktoren, das heisst einfach mit dem Lufteinlass verkleinern, dass man dort irgendwie so ein Handicap einbauen kann für nächstes Jahr. Im zweiten Rennen ein spektakulärer Crash, schon verdaut. Ja, ich denke, das ist aber nach 5 Minuten schon vorbei. Es ist, eben, wie ich gesagt habe, weil es relativ schwierig ist zu überholen, wird natürlich immer wieder in der ersten Kurve beim Start wird probiert. Und, ja, manchmal geht es gut und manchmal eben auch nicht. Hat der Crash ein Nachspiel? Ist er untersucht worden von der Rennkommission? Ja, sagen wir es mal so, der David hat relativ zuversichtlich reingestochen in der ersten Kurve. Ich musste ausweichen, weil sonst hat schon in der ersten Kurve gescheppert. In der zweiten Kurve sind wir näher aneinander hergekommen und sind beide ausgefallen, aber es hat kein Nachspiel. Und für das Auto, für die Mechaniker eine Nachtschicht? Naja, bei meinem Auto hatte ich lediglich eine Platte vorne rechts und die Spur verstellt. Und beim David hat er ins Aufhängungsteil gegangen. Also, das war eigentlich nicht so schlimm gewesen. Spürt man sowas beim nächsten Rennen, wenn das Auto einen Crash hat? Ja, also eigentlich sollte das nicht der Fall sein, weil die Mechaniker tun immer alles wieder ausmessen und Top-Zweck machen. Das Wichtigste ist ja die ganze Bremserei, dass man das Vertrauen hat wieder ins Auto. Und, heute Morgen im Warm-up konnte ich eine recht gute Runde drehen und ist alles in der Ordnung. Das war es nun, der erste Renntag hier aus Most Tschechien ist vorbei. Der zweite Renntag senden wir nächsten Montag und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und es heißt Truck Race TV auf Schweiz 5. Ja.